Wusstest du, dass wenn du im Kontrollzentrum dein WLAN deaktivierst, um zum Beispiel Akku zu sparen, es gar nicht deaktiviert ist? Denn solange das WLAN-Logo hier noch grau leuchtet, bedeutet das lediglich, dass du deine aktuelle WLAN-Verbindung getrennt hast. Der Nachteil hier ist, dass dein iPhone unterwegs weiter nach bekannten WLAN-Netzen sucht und dabei verdammt viel Akku unnötig verbraucht. Wie ich schon mal erwähnt hatte, bis zu 20%. Um das WLAN richtig auszuschalten, musst du in die Einstellungen auf WLAN klicken und hier auf Ausstellen. Jetzt ist das Logo auch komplett ausgegraut und das WLAN verbraucht keinen Akku mehr. In meinem letzten Video habe ich genau für dieses WLAN-Problem einen Kurzbefehl erstellt, bei dem das iPhone eigenständig erkennt, wo ich gerade bin und aktiviert bzw. deaktiviert das WLAN vollkommen automatisiert.